Überlassen Sie mir Ihr Schiff, Picard. Dann setze ich Sie und Ihre Crew auf dem nächsten bewohnbaren Planeten ab. Eher würde ich das Schiff zerstören. Ist der Bordkern stabilisiert? Noch nicht. Ich habe diesmal mal versucht, ein bisschen mehr freizuhalten. Also etwas mehr ganz lassen, wollte ich eigentlich sagen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es zeittechnisch reicht. Ich drücke noch einmal fix F5. Halt, erst muss das rum. Dann das. Du musst auch erst weg. So, dann hier rum. Ich hasse sowas unter Zeitdruck noch. Achso, das darf ich nicht manipulieren. Dann musst du hier durch. Das muss dann da hoch. Hier rum. Hier runter. Und dann hier. Dann haben wir es geschafft. So. Wir haben es geschafft. Monroe, ich bin auf der Brücke. Dem Captain geht es gut, aber wir werden angegriffen. Wir brauchen Sie. Dann leiten Sie die Energie in den Turbolift zur Brücke. Ich bin dabei. Sehr gut. Ist eine heldenhafte Rettung unseres Captains. Aber ich glaube, ohne das nochmal neu zu spielen, hätte es keinen Sinn gehabt. Der Turbolift befindet sich wo? Da leuchtet es irgendwo hier. Brücke. Ich hab das Schiff nicht gefunden. Ich dachte, es ist verkraftbar. Wir müssen unseren Captain retten. Danke, Lieutenant. Da drüben, Vorsicht! Wir können ja jetzt auch mal wild ein paar Granaten auf der Brücke der Enterprise rumher schießen. Wenn ich so meine, ist die Voyager schon. Weiß ich, bin gemein. Ist das mit der Voyager? Kommt aber alles gemein, ich weiß. Ich fahre einfach wieder. Hey, wo sind denn immer alle? Wie kann. Also, Murphy hatte eben noch von der Brücke aus mit uns gesprochen, dass sie hier sind und angegriffen werden. Und wo ist denn der verdammte Rest des Sicherheitspersonals? Kann es nicht sein, dass das Sicherheitsprotokoll, was auch immer das davon war, nicht beinhaltet, dass die Brücke gesichert wird? Brücke und Maschinenraum sind doch so die ersten beiden Orte, die gesichert werden vom Sicherheitspersonal. Und Krankenstation vielleicht noch. War es das jetzt schon? Ja. Die Eindringlinge wurden zurückgeschlagen. Ich initiiere ein Dämpfungsfeld, um weitere Direktfrequenztransportversuche zu verhindern. Wir werden gerufen. Auf den Schirm. Übergeben Sie Ihr Schiff. Sieht so aus, als wäre Ihre Invasion nicht so gelaufen, wie Sie gehofft hatten. Ihr Schiff ist lahmgelegt, Ihre Waffen sind offline, es gibt kein Entkommen, Picard. Lassen Sie uns darüber reden. Und Ihnen Zeit geben, Ihre Waffensysteme zu reparieren? Halten Sie mich für so naiv? Überlassen Sie mir Ihr Schiff, Picard. Dann setze ich Sie und Ihre Crew auf dem nächsten bewohnbaren Planeten ab. Eher würde ich das Schiff zerstören. Sie bluffen, aber falls nicht. Captain, etliche kleine Edul-Schiffe sind auf unserer ventralen Hülle gelandet. Was tun Sie? Warnung, unberechtigter Zugriff entdeckt. Die Edul greifen direkt von der Hülle aus auf unser Computersystem zu. Die Selbstzerstörungssysteme wurden deaktiviert. Sie versuchen, die Kommandoprotokolle umzuleiten und die Enterprise unter ihre Kontrolle zu bringen. Ventrale Hüllenpolarität umkehren. Mal sehen, ob wir sie nicht abschütteln können. Negativ. Sie haben die Hüllenpolarität in ihrem Bereich blockiert. Ich habe den äußeren Untertassenring polarisiert, um ihren weiteren Fortschritt aufzuhalten. Aber ich kann die Edril-Eindringlinge nicht entfernen. Lieutenant Monroe, begeben Sie sich auf die Hülle der Enterprise und vertreiben Sie die edrillischen Eindringlinge. Lassen Sie nicht zu, dass Sie die Kommandoprotokolle umleiten. Ja, Sir. Als würde das so einfach von der Hülle ausgehend die Kommandoprotokolle umzuleiten, die ja eben sogar noch verschlüsselt worden, wie unser Computer uns das mitgeteilt hat. Ich meine, ich finde es cool, weil wir jetzt nämlich so auf der Hülle der Enterprise E haben. Aber ob das so realistisch ist. Lieutenant Monroe, die
Idril greifen von vielen Stellen aus auf den Schiffscomputer zu. Sie müssen sie stoppen, bevor sie ihr Ziel erreichen. Um die Eindringlinge zurückzuhalten, habe ich die Polarität im äußeren Hüllenbereich umgekehrt. Halten Sie sich von diesem Bereich fern. Upsi. Ah, hier ist jetzt mit rechts anwesend. Das geht jetzt wahrscheinlich nicht. Ihre Schilde nicht durchdringen. Sie müssen sich in eine günstigere Feuerposition bringen, indem Sie mit dem Antrieb Ihres Raumanzugs kontrolliert springen. Was? Au! Au. Ich glaube, ich spinne. Lieutenant Monroe, der ist äußerst wichtig. Die Null dürfen die Enterprise nicht durch. Ja. Tuvok, was glauben Sie, was ich hier mache? Auf die Schnauze kriegen vor allen Dingen. Na, zumindest keine Minispiele. Immerhin etwas, aber wir haben schon gerade schon ganz schön Leben verloren. Speicher mal. Speicher mal. Meine Scharfschützengewehr macht schon mehr Schaden, aber ist halt ein Scharfschützengewehr. Ich glaube, Kompressionsgewehr ist nah dran, schon besser. Die Ebene 3 Sicherheitsprotokolle durchbrochen. Beeilen Sie sich. Jeden, den wir ausschalten an diesen Geräten, müsste doch auch schon mal helfen. Weil dadurch der Vorgang verlangsamt werden müsste, weil ich sehe gar keins mehr. Ach da. Mich würde ja mal ganz kurz interessieren, was der meinte mit, ich habe die Polarität umgekehrt hier in dem Bereich. Wir laden ihr gleich nochmal, weil das... Die Idol sind uns... Ach, das heißt das. Wir haben da einfach keine Haftung und dann schweben in den Weltraum. Okay. Jetzt könnten wir jetzt nicht zurückkehren zu der. Naja. Was? Die Issues sind zu der Ebene 1 oder so vorgedrungen noch. Du wirst sterben. Sicherlich werde ich das. Aber nicht heute. Ja. Sofort aufgehalten werden. Ja, wenn der Tricorder denn das tun wird, was ich von ihm möchte. Das war jetzt der letzte, oder? Unsere Waffensysteme sind immer noch offline. Wir haben genug Energie, um die Hilfspuls-Phaser-Batterien zu aktivieren. Aber Sie müssen sie manuell bedienen. Klar, wer kennt sie nicht? Die Geschütze der Sternflotte. Sternflottenschiffe oder die Laserkanonen, die manuell auf der Außenhülle bedient werden müssen. Oh Gott, vor allem bei der Steuerung. Ja, wo sind denn die Gegner? Bin ich blind? Ach da. Ich arbeite dran. So lange hat man sie halt auch immer nicht infiziert, die Fregatte. Aua.
Aber schwierig. Ich sehe aber auch gerade halt nicht, was wir gegen diese Treffer machen können. Also die schießen ja, sobald die quasi aufploppen, schießen die ja. Ich kann die ja nicht vorher... Ach, man kann die Geschosse zerstören. Ich glaube, das sollte Priorität tatsächlich sein. Und ich mag diesen Sekundärschuss irgendwie nicht. Der ist mir zu langsam. Wenn ihr wisst, was ich meine, ne? Also irgendwie diese blauen... Ich weiß gar nicht, ob diese Lilanen auch so gefährlich sind. Entschuldigung, wenn ich gerade etwas weniger spreche, ich muss mich hier ein bisschen konzentrieren. Oder ob tatsächlich den Hauptschaden immer nur diese Roten machen. Aber zur Not muss man gleich nochmal einmal neu starten mit dem Wissen, dass man halt die Geschosse auch direkt anvisieren kann. Das ist jetzt trotzdem nicht unbedingt leichter macht. Sind wir jetzt schon wieder? Da kann doch auch nicht mehr viel gefehlt haben, meine Güte. So, ich habe jetzt mal den mittleren Versuch rausgecuttet. Weil, ich habe da jetzt erst ziemlich am Ende verstanden, dass man tatsächlich, also einmal habe ich gemerkt, dieser Sekundärangriff ist irgendwie viel zu langsam, ne, dadurch, dass der so träge ist. Ich habe da erst ziemlich am Ende gemerkt, dass man, also hier so frontal geht das mit den Werfern, aber ne, so. Relativ am Ende gemerkt, dass man die Schüsse direkt abwehren kann. Und dass das eigentlich so das Ziel sein muss, um den Schaden einfach zu verhindern. Man muss gar nicht so sehr die Schiffe an sich abschießen, weil die kann man immer erst abschießen, nachdem die gefeuert haben. Sondern es muss tatsächlich das Ziel sein, die Geschosse hier zu treffen. Weil die Roten machen halt tierisch Schaden. Nein, ohne es selber zu zerstören, das wäre mir gerade sowas von egal, ehrlich gesagt. Also klar, wenn wir den befeuern könnten, so wäre besser. Aber ich meine, dass die Ytrü nicht mehr unsere Freunde sind nach dem Vorfall, ist glaube ich auch klar, oder? Vor allen Dingen ist nicht sogar seine Schwester oder was auch immer das ist, noch mit an Bord. Das heißt, bringt er die dabei nicht auch die ganze Zeit mit rum? Sie hat ja eben in der Zwischensequenz gesagt, wir haben ihm das Wichtigste genommen, was es gibt, um seine Liebschaft oder seine Schwester oder was weiß ich, was es ist. Aber ich meine, im Prinzip ist er doch jetzt derjenige, der sie dadurch tötet, dass er das Schiff zerstört. Und irgendwie macht das auch keinen Sinn. Zwei von drei hat man, glaube ich, bei der Fregatte zerstört. Jetzt, wo ich mich darauf konzentriere, die Geschosse zu zerstören, geht es seiner Person auch deutlich besser. Hier finde ich es halt extrem schwierig, wenn der diesen Weg von links nach rechts fliegt. Weil da muss man halt eigentlich nach links ziehen, um die roten Schosse abzuschießen. Und kann sich halt nicht so sehr auf das Ziel fokussieren.
Okay, jetzt habe ich. Sehr gut. Ausgezeichnet, Lieutenant. Versammeln Sie Ihr Team und beschützen Sie die atrexianische Kolonie auf Tarawar 7. Mission erfüllt. Sehr gut. Lieutenant Monroe, Ihr Team soll die Kolonisten auf jede erdenkliche Art und Weise unterstützen. Bleiben Sie in der Nähe, Sydney. Vielleicht müssen wir schnell fliegen. Verstanden. Seien Sie vorsichtig. Ich orte Lebenszeichen der Atrexianer vor uns. Gehen wir. Warten Sie. Es gibt ebenfalls Lebenszeichen der Exomorphe. Dann gehen wir besser doppelt so schnell. So, und da sind wir wieder. Ich weiß, für euch ist es mitten in der Folge. Bei mir ist es ja schon eine ganze Weile vergangen. Das war auch der Grund, warum jetzt zwei Folgen quasi, also ein Freitag, ein Montag dort ausgefallen ist. Es gab das Problem, mein Headset war zwischendurch, hat es Geistige gesegnet. Ohne Headset konnte ich nicht aufnehmen, weil wenn ich das Ganze auf Lautsprecher hätte laufen lassen, wäre natürlich... Sollen wir hier rein? Ich dachte, wir müssen da lang. Jetzt bin ich irritiert. Da können wir hier nochmal ein bisschen Zeug nachfüllen. Und was passiert hier? Dann schaue ich erstmal schnell, was bis wenn ich da vorne angehe. Genau, auf jeden Fall, Headset war kaputt, auf Lautsprecher wollte und konnte ich nicht aufnehmen. Hutek, fest verschlossen. Wir müssen einen Weg hineinfinden. Sieht eigentlich fast aus, als wäre das strukturell hier schon beschädigt, aber. Ja gut, dann will ich aber trotzdem jetzt erstmal wissen, was die Konsole da hinten macht. Monroe, diese Klammer hält die Tür geschlossen. Ja, danke. Danke für den Tipp. Ja, auf jeden Fall, genau. Und dann, ja, kam so auch zeitlich ein bisschen was dazwischen. Monroe, diese Klammer hält die Tür geschlossen. Ja, scheinbar macht die Konsole nicht viel. Ich hab so geschwören, Bug, dass das... diese Klammer hält die Tür geschlossen. Junge Frau, ich richte ein Face auf. Jetzt. Ein großer Fehlschlag. Wir brauchen Energie für diese Tür. Okay, das ist einfach scheinbar ein zusammengesetztes Rätsel. Ich verstehe. Die Atrexianer haben ein Sicherheitssystem aktiviert. Wie öffnen wir die Tür? Es gibt eine weitere Kontrollkonsole im Landeturm. Wir müssen gleichzeitig beide Konsolen auslösen. Ich dachte, wir brauchen erstmal Strom. Jetzt will ich trotzdem wissen, was hier unten ist. Ja, genau. Also rundum kam halt einiges zeitlich dazwischen. Headset kaputt und so weiter. Deswegen kamen die zwei Freitag, Montag nicht. Dafür bis jetzt quasi ab diesem Mittwoch. Sollte es regular weitergehen. Das war doch jetzt bestimmt ein Versteck. Genau. Es sei denn, es passiert nochmal was. Wir hatten ja. Gesagt, das kommt, wenn sie fett sind, so auf Deutsch. Ich hatte eigentlich schon versucht, die dreimal die Woche einzuhalten. Aber ja, ich denke auch mal, das Spiel wird gar nicht mehr so lange weitergehen. Ich habe auch schon zwei weitere Projekte im Kopf zumindest. Ich werde da noch nichts zu sagen, weil den Fehler habe ich früher mal gemacht. Dann schon quasi das offen angekündigt und dann festgestellt. Über uns herfallen ist das was anderes. Ja, komme ich da jetzt rüber ohne mit F5 nochmal kurz. Oh. Ui, sehr gut. Ja, wie gesagt, wenn es dann mit den Projekten doch nichts wird oder etc., dann werde ich dazu jetzt noch nichts sagen. Aber ich habe zumindest schon Spiele aufgeschaut, die jetzt kommen sollen. Und ich kann zumindest so viel verraten. Die Ingenieurskunst der Atrexianer ist nicht gerade beeindruckend. Sie könnten für den Klingonen lernen. Wirklich? Dann muss es schlecht um sie bestellt sein. Ah ja.
Meine Scans zeigen, dass die Kontrollkonsolen hinter dieser Tür sind. Chang, halten Sie diesen Bereich gesichert, während ich vorausgehe. Alles klar. Wie, also jetzt hier durch oder was? Bei hinter die Tür. Auf jeden Fall, da beide Spiele in die Richtung gehen, ich davon fest ausgeht, dass zumindest eins von beiden kommen wird. Es wird wahrscheinlich ein Rollenspiel sein. Neben weiteren Star Trek Spielen, die wir eventuell reingucken, wobei ich hatte jetzt an Armada schon mehr gemerkt. Dadurch, dass man das nicht in einer ordentlichen Auflösung spielen kann, ist das für YouTube nicht so der geeignet. Es kann durchaus auch sein, dass wir bei den Armada-Spielen mal, also nicht bei den Armada-Spielen, bei den Star Trek-Spielen allgemein mal gucken müssen, ob die dann noch aufgenommen werden. Das heißt, ob die für YouTube geeignet sind. Falls ja, wird dazu noch was kommen, aber ansonsten ist eines der beiden nächsten etwas größeren Projekte wird mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Rollenspiel. Oder beides sogar. Vielleicht dann auch abwechselnd mal sehen, wie ich da Lust, Zeit und Laune dazu habe. Ich würde jetzt behaupten, es ist schmerzhaft, aber es wäre gelogen. Aber die Viecher sind neu. Sie sind direkt hinter mir. Rettet mich! Ah! Aber man merkt schon, man kämpft doch irgendwie jetzt da permanent gegen einen Gegner, natürlich, ne? Das hatte ich ja in einem der Folgen schon mal erwähnt, dass ich das eigentlich nicht hoffe. Weil, wie gesagt, Teil 1 da ja deutlich mehr Abwechslung geboten hat. Es muss jetzt ja per se nichts Schlimmes sein, ein große Feindgruppe zu haben, auf die man halt in verschiedenen Locations trifft. Aber ich fand so, dass halt im Teil 1 halt auch so schön, dass sie sich ja doch teilweise auch wirklich unterschiedlich gespielt haben. Ja, also die Borg, die man halt möglichst lange nicht angreifen sollte, die Etarianer, bei denen man... Etarianer müssen hier ein ähnliches Sicherheitssystem benutzen. Monroe, Sie müssen einen atrexianischen Ingenieur finden, der Ihnen beim Aktivieren der Türen hilft. Okay. Auf jeden Fall, wo man dann eben überwiegend diese Teleporter zerstören musste. Lebt hier einer noch? Gut, klar, dann gab es nochmal Borg, ne? Also, das ist dann schon wiederholt. Wobei sie dann ja bei Borg, dem Borg zumindest auch diesen Clip reingebracht hatten, dass die dann schießen konnten. Ist das nicht eigentlich der Standard? Haben die nicht auch das Verbesserte? Jetzt sagen wir, machen irgendwie so wenig Schaden. Dann die Scavenger-Basis noch vor dem zweiten Mal Borg, die ja auch halt viel mit Stealth und oder quasi laut waren. Das konnte man sich auch so ein bisschen quasi überlegen, also je nachdem, was bescheidet ist. Gut, das Treadnought-Schiff, da hatte jetzt glaube ich nicht so die absoluten Besonderheiten, aber war an sich halt schön designt und hat einem halt auch nochmal so ein bisschen dieses Gefühl von der Zeitnot gegeben. Hilfe! Hilfe! Gut, und die Harvester waren ja generell, ich sag mal, Feinde, die jetzt doch sehr an diese ähneln. Aber war... Guten Tag. Dem Schicksal sei Dank. Sie greifen uns seit 3 Tagen an. Haben Sie eine Armee? Das könnte man so sagen, aber ich brauche einen atrexianischen Ingenieur, der mir die Tore zur Stadt öffnet. Ich bin Techniker. Vielleicht könnte ich... Kommen Sie. Ja, Also auch unabhängig jetzt von meinem Zeitproblem in den letzten Tagen und eben dem Headset-Zwischenfall, muss ich halt auch generell sagen, Vulture, also Star Trek Vulture, Elite Force, hatte ich ja wirklich quasi in einem Run damals durchgespielt. Oder nicht in einem Run des Sides, aber in, ich glaube, 2 oder 3 größeren. Gut, damals hatte ich auch Angst, dass, irgendwas war da, ich hatte da irgendwie Festplatten neu eingebaut oder sowas, oder einbauen lassen, wie gesagt. Ich weiß es nicht mehr hundertprozentig, auf jeden Fall, da hatte ich auch Angst, dass diese, das hat ja 100 Jahre gedauert, das einzurichten, dass das ordentlich läuft. Die Sicherheitskonsole. Bereit? 1, 2, 3. Konsole aktivieren. Und, aber... Endlich eine Herausforderung. Ihr dürft auch auf den schießen.
Auf jeden Fall, da hatte ich halt aber auch gemerkt, dass einfach die Motivation da viel höher war. Und ich insgesamt, also viel weniger Pause braucht, in Anführungszeichen, als ich das jetzt brauche. Einfach weil es mich, obwohl ich ja das Spiel schon mehr oder weniger auswendig kannte, es einfach wieder mal mehr, viel mehr gepackt hatte als das zweite. Das muss man einfach so an, sagen, ist auch okay. Wie gesagt, ich werde jetzt, glaube ich, auch damit dann die Folge für die jetzt quasi auch rechtzeitig fertig wird, werde ich, glaube ich, dann auch einfach jetzt noch schnell die verbleibende Viertelstunde aufnehmen, die quasi jetzt als zweite Hälfte gefehlt hatte. Werde jetzt zusehen, dass sie jetzt quasi jetzt veröffentlicht ist zu dem Zeitpunkt. Und werde dann den Rest des Spiels wahrscheinlich dann an dem Tag oder am nächsten dann noch aufnehmen. Aber jetzt erstmal gesagt, zusehen, dass die nächste Folge fertig wird. Weil ungefähr eine Viertelstunde war von der alten Aufnahme noch übrig. Die ergänze ich jetzt zumindest, damit wieder eine halbe Stunde rauskommt, weil eine 15-Minuten-Folge würde ich dann auch nicht veröffentlichen. Jetzt erzählt mir doch mal, wo ich hier lang muss. Hier waren die Kontrollkonsolen. Jetzt sind wir einmal im Kreis gelaufen. Ah, da unten war eine Tür, wo wir vorhin nicht gekommen sind, ne? Das kann gut sein. Okay, ne, die... Ah, das war... Okay. So, ich dachte jetzt, man kann mit der Türkonsole hier wieder zumachen und sagen... Achso, ne, die geht mir der Zeit, damit man wieder rauskommt. Ich verstehe. Ja, 100 Rüstung ist nett. Baut sich auch unten gerade auf. Auch ein interessantes Feature. Gab es eigentlich so in Elite Force eigentlich auch nicht, soweit ich weiß. War jetzt aber in dem Fall eigentlich nicht das, was ich gesucht hatte. Zumal Lebensenergie jetzt irgendwie was Feines wäre. Oh. Da habe ich auch noch irgendwas aufgenommen. Ja. Hier? Nein. Oh, das sieht so aus, als wäre es kaputtbar. Hab ich bisher übersehen. Atrexiana. Ja, offensichtlich, danke. Halten Sie still. Sie griffen uns vor 2 Tagen, 2 Stunden vor Sonnenaufgang an. Die erste Welle hat uns völlig überrascht. Es war ein Massaker. Erst haben sie unsere Sicherheitskräfte ausgeschaltet. Dann hatten sie es mit dem Rest von uns ziemlich einfach. Als die dritte Welle gestern zuschlug, öffnete eine Gruppe Wissenschaftler die Kanalisation der Stadt. Sie führten Hunderte dort unten in Sicherheit. Wo ist der Eingang zur Kanalisation? Ich werde sie dorthin führen.